Sichtbarkeit. Cynthia Matte ist noch etwas weniger bekannt als der Promi Heinz Frey. Sie hat auch noch nicht ganz so viele Medaillen gewonnen, aber hoffentlich. Wer weiß? Noch nicht. Eben, genau. Vielleicht kommt schon eine dazu. Du bist sozusagen auf dem Sprung nach Tokio. Jetzt muss man wissen, sie wird in Tokio können nutzen, ein neues Fenster. Sichtbarkeit braucht Fenster. Es geht ein neues paralympisches Fenster auf, Badminton. Ja. Rollstuhl-Badminton ist zuerst mal im paralympischen Programm. Wir haben Cynthia und die, auch ihre Doppelpartnerin, wobei die meint, zu und im Doppel zum Einsatz kommen, in Tokio im Einsatz. Also Sichtbarkeit. Jetzt Cynthia, als ich mich vorbereitet habe auf diesen Morgen, habe ich dir für mich in meinem Kopf so den Übernamen gegeben, Action Lady. Ja, total, ja. Autorennfahrerin, Rugbyspielerin, Judoka, nachher mit dieser Krankheit, mit den 1000 Gesichtern konfrontiert, Multiple Sklerose, seit ein paar Jahren hat die Krankheit dir ihr Gesicht so gezeigt, dass du im Rollstuhl bist. Action Lady ist man aber, wenn man es mal ist, immer gewesen. Darum frage ich jetzt dich, wenn du auf dieser grossen Bühne Paralympics sichtbar wirst, schon gleich, was überkommt die Welt für einen Menschen zu sehen? Ich wollte nicht meine Krankheit zeigen, ich wollte mich zeigen, dass ich stark bin und dass alles möglich ist, ob Rollstuhl, ob MS, alles ist möglich und wir sind gleich stark wie jeder andere. Danke vielmals für den Einstieg. Ja, nein, besser und prägnanter kann man es ja nicht sagen. Cynthia, das ist ziemlich frech. Ja gut, ich empfinde es als frech, du nicht. Sag mir, wie hast du das empfunden? Also nicht frech, sondern nein, einfach es zu leben. Nein, ich finde es geil. Ja, es ich ist unser Leben. Es ist unser Leben. Wir sind nicht speziell, wir sind anders, aber wir sind alle anders. Und ich finde es geil, ich finde es einfach normal. Und es sollte normal sein, wir sind im 2021 und Behinderung ist immer ein Tabu. Und das kann nicht sein und das macht normal, finde ich. Finde geil, ne? Bravo. Ja, also ich bin voll auf deiner Linie. Cynthia, ich weiß nicht, ob du den Badmintonschläger in der Küche hast. Nein. Aber du hast irgendwann in den letzten Wochen erfahren, du bist dabei. Yoyogi National Stadium, eine unfassbare Arena, wo jetzt das Handballspiel stattgefunden bei den Olympics. Ein Stadion, das gebaut wurde für 1964, die ersten Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio. Eine sensationelle Arena. Du bist auf der grössten Bühne mit dabei, dort, wo der Heinz und Therese sich schon so erfolgreich bewegt haben. Nimm uns mit in dem Moment, wo du erfahren hast, du hast es an die Paralympics geschafft. Ja, der Traum ist wahr geworden. Ich war immer sportlich gewesen und ich habe immer Olympic im Fernsehen geschaut und immer träumt und so die Leute bewundert und nachher ist Rollstuhlthema gekommen, dann habe ich Paralympic Sportler auch gleich so angeschaut und jetzt bin ich dabei, also es ist jetzt probiere ich einfach noch zurück, also mich zurückziehen, weil sonst schlafe ich schon nicht mehr. Also ich denke, also ich habe schon Glück gehabt, wir sind im 19. schon im Aale gesehen, wir haben schon ein Turnier gemacht dort. Also ich kenne die alle Area und alles. Es ist schon ein Druck weniger, muss ich auch sagen. Aber nachher, ja, man schaut, man fliegt am Montag zusammen. Und ich denke, nachher wird ja, der Adrenalin kommen und der Druck. Momentan probiere ich noch ein bisschen zurückbleiben, ja. Für den Traum Paralympics nimmst du viel in Kauf, du trainierst extrem viel. Ich glaube, so ziemlich das Maximum, das dein Körper zulässt, nicht selten tut dein Körper weh. Es ist nicht einfach, mit deiner Krankheit sich zu erholen von Trainings- und Wettkampfbelastungen. Das nimmst du alles in Kauf für diesen grossen Traum? Ja, ja, also es ist extrem viel Kraft und viele, soll ich das sagen, ich opfere alles, muss ich auch sagen, weil ich brauche extrem viel Schlaf mit MS. Ich habe MS mit Fatigue, das heißt, ich schlafe 15 Stunden pro Tag. Ich brauche sehr lang, um mich erholen, viel länger, um mich erholen als normal. Ich trainiere jetzt 20 Stunden pro Tag, pro Woche. Das wäre ein bisschen schwierig. Ja, mit 15 Stunden schlafen wird es irgendwann knapp. Aber auch 20 Stunden in der Woche ist, ja, das ist absurd, das ist unglaublich viel. Das ist wahrscheinlich sogar mehr als das Maximum. Ja, muss ich auch sagen. Also jetzt, ich opfere mein Familienleben, mein soziales Leben für diesen Traum. Und es hat sich gezahlt jetzt.
ich kann gehen, ich bin in Tokio dabei und es ist ein großer Stolz. Alles ist möglich. Ja, eben. Und damit leitest du quasi meine Schlussrunde ein. Mit diesen drei können wir den ganzen Tag diskutieren. Dann merken sie, ja, du gehst nicht dorthin für ein bisschen Bananen. Du hast an internationalen Turnieren schon Podestplätze geholt. Du bist in der Lage, eine Medaille zu gewinnen. Ist das dein Ziel? Jetzt machst du mich Druck. Das machst du dir mit deiner Leistung eben selber. Das ist ein bisschen. Ja, ich bin ehrgeizig, natürlich. Und ich werde alles geben, nicht nur für mich, für meine Land. Erste Paralympic, ich bin eine Outsiderin, ich habe nichts zu verlieren, ich gebe alles und ja, das verspreche ich euch. Ich gebe alles, was ich habe. Ich habe für das trainiert, jetzt ist mein Moment da und ich bin parat. Und weißt du, wie wir alle die Daumen drücken? Merci. Ja.